mit dazu, wenn... ja, wir haben den Bereich um St. Kunibert bearbeitet. Meine Stimme ist nicht so ganz da. Die Schwerpunkte waren eigentlich ja, drei. Das erste, das hat Anton Bausinger schon erwähnt, die Sichtbarmachung des Einstiegs in diese Via Sacra von der Rheinseite aus, indem wir eine Platzfläche schaffen, die als solche auch wahrnehmen und auch nutzbar ist und die sich sozusagen über die Rheinuferstraße hinweg bis zum Rheinufer fortzieht und vielleicht dann hier sogar irgendwie dann eine schiffbare Anbindung an das andere Ende unter Umständen kriegen kann. Kann der Kreis ein bisschen größer gemacht werden, damit nicht einige wenige sehen können? Der zweite Punkt ist natürlich das unmittelbare Umfeld St. Kunibergs mit den teilweise nicht raumgefassten Platzkanten. Hier insbesondere der Bereich hier am Krankenhaus mit der Hinterhofsituation, die hier entsteht und in den die Platzsituation momentan so reingezogen wird. Hier haben wir gesagt, müsste eigentlich eine bauliche Fassung entstehen, um diese Platzkante, um diesen Platz sauber zu binden. Dann war für uns ganz schwierig zu sagen, wo ist eigentlich jetzt der eigentliche Weg. Wir haben eigentlich gesagt, es gibt nicht den die, oder die Via Sacra. Wir haben uns dann im Team geeinigt, dass wir eine Linie, einen roten Faden sozusagen führen, aber wir haben gemeint, es gibt wahrscheinlich auch andere Wege und es ist nicht sozusagen ein Straßenraum, sondern es ist eigentlich ein Quartier, was miteinander verbunden werden muss. Und da ist das Quartier von unserem Kirchensprengel St. Kunibert und dann unsere Nachbargemeinde St. Ursula, die wir versuchen zusammenzuführen, indem wir den Bereich hier Breslauer Platz, Tunisstraße, der ja jetzt schon eine sehr unwirtliche städtebauliche Situation oder städtebaulich kann man eigentlich sagen, unstädtebauliche Situation ist. Es ist nämlich eigentlich eine Schnellstraßen- und Unterführungsdurcheinander. Die versuchen wir zu überbauen mit einer Struktur, die sozusagen die beiden Stadtteile zusammenführen hilft und ja, auf diese Weise hier ganz spannende und attraktive Nutzungen nochmal anbieten. Wir haben zum Beispiel gedacht, dass man unter Umständen hier den Musicaldom unterbringen kann oder auf jeden Fall irgendeine öffentliche Nutzung anbietet, die diesen Ort sozusagen einen Kristallisationspunkt bietet. So, ich glaube, das ist erstmal genug. Sonst ja, ich wollte sozusagen schon eingreifen, weil die ja auf die ganze Stadt ausschwärmen. Ja. Eigentlich, das wollte ich dann auch noch anfügen, wir wurden natürlich immer gefragt, warum sind das nun diese romanischen Kirchen und wo bleiben denn die anderen? Da haben wir eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür. Wir haben eigentlich nur den Grund, dass wir sagen können, in der Beschränkung liegt hier der Vorteil. Wir glauben einfach nicht, dass man alle Probleme lösen kann. Und deshalb haben wir gesagt, bleiben wir lieber bei einer Linie, der wir jetzt Kultur abverlangen wollen. Ich muss noch was nachholen. Ich wollte eigentlich Maria Schwarz, die hier bei uns ist, besonders begrüßen, die bei jeder Veranstaltung jetzt eigentlich dabei war und die auch immer wieder während dem Werkstattverfahren Gedanken und Anregungen eingebracht hat. Und ich möchte auch Herrn Pick nochmal besonders begrüßen, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Ich glaube 2002 im BDA, als wir eigentlich nur über die Via Culturalis reden wollten und dann hat er gesagt, da fehlt aber was, da fehlt irgendwie der Bogen. Und das ist eigentlich die Figur, die dem schwarzen Wiederaufbauplan zugrunde lag.